Ein spektakulärer Durchbruch bei der Kernfusion wurde erzielt und könnte uns dabei helfen, die Energieprobleme auf diesem Planeten ein für allemal zu lösen. Alles dazu erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Wissenschaftsvideo mehr zu verpassen. Mein großes Ziel ist es, hier bei YouTube 100.000 Abonnenten zu erreichen und ich freue mich über jeden von euch, der mir dabei hilft. Also vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Kernenergie ist eine unfassbar effiziente Energieform, die dazu auch noch nahezu CO2-neutral ist, also sehr umweltfreundlich ist. Natürlich darf man auch die Risiken der Kernenergie nicht vernachlässigen, aber man muss festhalten, dass selbst wenn man so Dinge wie Atomunfälle mit einberechnet, die Kernenergie zu den sichersten Energieformen überhaupt gehört. Ich verlinke euch unter dem Video mal eine Statistik dazu und ich weiß, dass das ein relativ kontroverses Thema ist, vor allem in Deutschland aus ominösen Gründen, deswegen schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zur Atomkraft in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir ja eine konstruktive Diskussion hin, würde mich freuen. Aber denkt immer dran, Leute, wenn man online diskutiert, nett und sachlich bleiben. Jedenfalls gibt es zwei Arten der Kernenergienutzung. Die Kernspaltung, die in den derzeitigen Kernkraftwerken genutzt wird, und die Kernfusion. Bei der Kernspaltung werden Uranatome in kleinere Atome gespalten, um Energie freizusetzen. Die Kernfusion könnt ihr euch so ein bisschen wie den umgekehrten Prozess vorstellen. Leichte Atome werden in schwerere Atome umgewandelt, um Energie freizusetzen. Das ist derselbe Prozess, der im Plasmakern der Sonne stattfindet und unseren Planeten mit jeder Menge Energie versorgt. Und wenn man diesen Fusionsprozess irgendwie auf der Erde imitieren könnte, dann wäre das wohl die Lösung für all unsere Energieprobleme. Denn die Nutzung der Kernfusion könnte eine praktisch unbegrenzte Energiequelle bedeuten. Sie würde keine langfristigen Abfälle produzieren, keine Treibhausgase ausstoßen und das Risiko einer Kernschmelze wäre eben auch nicht gegeben. Deswegen träumt man schon lange von Kernfusionskraftwerken, doch bisher war das eben nur ein Traum. Es gibt den alten Witz, dass Fusionsreaktoren nur noch 20 Jahre entfernt sind und das auch für immer sein werden. Dabei ist Fusion technisch schon möglich, doch das Problem ist, dass man am Ende einen Nettoenergiegewinn rausbekommen muss. Anders gesagt, ein Fusionskraftwerk muss mehr Energie produzieren, als man reinstecken muss, um den Fusionsprozess auszulösen. Ergibt ja irgendwie Sinn. Den Start der Energieerzeugung bezeichnet man als Zündung. Und der derzeitige Rekord wurde 1997 vom Joint European Torus in Großbritannien aufgestellt, wo 16 Megawatt Leistung durch Magnetfusion erzeugt wurden, aber 23 Megawatt zur Zündung erforderlich waren. Das heißt, beim besten Ergebnis, das man jemals erzielt hat, hat man netto jede Menge Energie verloren. Schauen wir uns die Details der Kernfusion nochmal genau an. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kernfusion zu erreichen. Den magnetischen Einschluss, bei dem starke Magnete verwendet werden, um Brennstoffplasma für sehr lange Zeiträume einzuschließen, und den Trägheitseinschluss, bei dem sehr starke und kurze Laserpulse verwendet werden, um den Brennstoff zu komprimieren und die Fusionsreaktion in Gang zu setzen. Bisher wurde die Magnetfusion bevorzugt, da die für die Trägheitsfusion erforderliche Technologie, insbesondere die Laser, noch nicht so wirklich ausgereift sind. Die Trägheitsfusion erfordert nämlich wesentlich höhere Energiegewinne, um die von den Lasern verbrauchte Energie wieder auszugleichen. Also anders formuliert, in Ermangelung fortschrittlicher Sci-Fi-Laser ist man lieber auf Magnete gegangen. Jetzt hat man aber mit einer neuen Technik im Bereich des Trägheitseinschlusses einen bahnbrechenden Erfolg erzielt, und zwar an der National Ignition Facility, kurz NIF, am Lawrence Livermore National Laboratory in den USA. Das NIF nutzt 192 Laserstrahlen, die über einen Zeitraum von einigen Nanosekunden insgesamt 1,9 Megajoule Energie erzeugen, um die Fusionsreaktion auszulösen. Der Brennstoff befindet sich in einer Metallkapsel von einigen Millimetern Durchmesser, die, wenn sie von den Lasern erhitzt wird, Röntgenstrahlen aussendet, die wiederum den Brennstoff erhitzen und komprimieren. Es handelt sich hier also wirklich um hochkomplexe Prozesse, die sich aber auf winzigem Raum abspielen. Mit diesem Verfahren, das ich euch gerade beschrieben habe, wurde am 8. August diesen Jahres eine bahnbrechende Energieerzeugung von 1,3 Megajoule erreicht, der höchste Wert, der jemals mit dem Trägheitsverfahren gemessen wurde. Das heißt, der Wert an erzeugter Energie, der der erforderlichen Zündungsenergie am nächsten kam. Stehen wir jetzt also kurz vor dem Kernfusionszeitalter, unbegrenzte Energie und ungeahnter technischer Fortschritt?
Leider noch nicht ganz, denn obwohl das Ergebnis am NIF ein wahrer Durchbruch ist, wurde auch hier nur 70% der investierten Energie am Ende aus dem Fusionsprozess wieder rausbekommen. Es ist also noch ein weiter Weg, bis wir wirklich Fusionsenergie im großen Stil erzeugen können. Dennoch gibt es gute Gründe für Optimismus. Fortschritte in der Computertechnik, künstliche Intelligenz, supraleitende Magnete, 3D-Druck, Materialwissenschaften und so weiter dürften dazu beitragen, die Herausforderungen auf dem Weg zu einem funktionsfähigen Fusionsreaktor zu meistern. Der Durchbruch beim NIF ist zum Beispiel zum großen Teil auf bessere Computermodelle zurückzuführen. Diese technologischen Fortschritte beschleunigen sich immer weiter, sodass ich persönlich relativ optimistisch bin, dass wir spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts Kernfusion im wirklich großen Stile nutzbar machen können. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen aus der freien Wirtschaft immer mehr im Bereich Kernfusion investieren und sich engagieren. Allein im letzten Jahr wurden rund 300 Millionen Dollar von privaten Unternehmen in die Kernfusionsforschung investiert und einige Projekte sind sogar schon im vollen Gange. General Fusion zum Beispiel, das unter anderem von Jeff Bezos finanziert wird, plant für nächstes Jahr den ersten Spatenstich für eine Kernfusionsanlage. Und Commonwealth Fusion Systems, das von Bill Gates unterstützt wird, rechnet sogar damit, bis 2025 einen Nettoenergiegewinn durch Kernfusion zu erzielen. Das wäre ja schon in 4 Jahren. Und selbst wenn sie ihr Ziel um 10 Jahre verfehlen würden, würde es immer noch bedeuten, dass wir in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ein funktionierendes, ertragreiches Kernfusionskraftwerk hätten. Jetzt noch einige persönliche Einschätzungen von mir. Widersprecht mir gerne in den Kommentaren oder stimmt mir zu. Hauptsache sachlich, Leute. Also, in letzter Zeit dominiert so ein bisschen so eine Weltuntergangsstimmung die Gesellschaft und die Medien. So nach dem Motto, der Klimawandel wird das Ende der Menschheit bedeuten. Wirklich? Ich halte das für viel zu pessimistisch und denke, dass dieser Pessimismus uns auch nicht weiterbringt, sondern zurückwirft. Also klar, der Klimawandel ist ein Riesenproblem, aber durch Innovation und Erfindergeist, die besten Eigenschaften der Menschheit, wird er gelöst werden. Gar keine Frage. Jetzt schon sind diese wahnsinnigen Science-Fiction-mäßig anmutenden Durchbrüche in der Fusionstechnik klar am Horizont zu sehen. Ich meine, Regierungen könnten hier noch Steine in den Weg legen, wenn sie beispielsweise auf die Fusionstechnik die gleiche Regulation anwenden würden wie auf die Kernspaltungstechnik. Das wäre unsinnig, weil die Fusionstechnik viel, viel sicherer ist, wäre aber den Behörden zuzutrauen. Also, ich denke, wenn wir uns auf Innovation und Erfindergeist von Unternehmern und Visionären verlassen, dann werden wir den Klimawandel durch Dinge wie zum Beispiel die Kernfusion stoppen können. Und was wiederum die nächste große Erfindung danach aus dem Energiesektor sein wird, das können wir jetzt noch gar nicht erahnen. Der Wohlstand der Menschheit ist in den letzten Jahrhunderten massivst explodiert. Wir leben in der besten Zeit seit immer. Also kein Grund zur Panik oder für Weltuntergangsfantasien, wenn wir uns auf Innovation, Technik und vor allem Optimismus verlassen. Ich persönlich bin also bester Stimmung. Schreibt mir gerne eure Einschätzung dazu. Würde mich sehr interessieren, wie ihr die Zukunft der Menschheit seht. Bleiben wir direkt mal bei bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im Forschungszentrum CERN hat man mit dem Teilchenbeschleuniger Hinweise auf eine ganz neue Physik, die unser komplettes Bild des Kosmos ändern würde, erhalten. Im angezeigten Video habe ich euch alles dazu erklärt. Schaut es euch unbedingt mal an und klickt auch mal auf den Shop-Button. In meinem Weltraumshop gibt es echte Meteoriten, Astronautennahrung, Plüschplaneten und jeder Kauf unterstützt ein bisschen meine Arbeit. Also vielen Dank, Leute. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.